Herzlich willkommen beim Ökosystem Ultima. In diesem Video stellen wir Ihnen unsere Flaggschiff-Technologie, das Splitting, vor. Das Splitting wird von fast 3 Millionen unserer Nutzer weltweit erfolgreich verwendet. Diese Technologie ermöglicht es Menschen, Profite zu erzielen, ohne teure Ausrüstung und umfassende Kenntnisse der Blockchain-Technologien zu haben. Um das Splitting zu verwalten, reicht ein Smartphone mit der installierten Smart Wallet-Anwendung. Was ist Splitting? Dank Splitting können Nutzer Belohnungen in Form von Kryptowährungen in ihrer Smart Wallet erhalten. Derzeit ist das Splitting mit Belohnungen in Form von Ultima verfügbar. Die Belohnung kann alle 24 Stunden angefordert werden. Sie wird in wenigen Augenblicken an die Adresse Ihrer Ultima Wallet bei der Smart Wallet eingehen und ist sofort zur Verwendung verfügbar. Im Weiteren erzählen wir ausführlicher darüber, was man für den Erhalt einer Belohnung braucht. Wie funktioniert Splitting, Split-Tokens und Pools? Dem Splitting zugrunde liegt ein Liquiditätspool, ein geschlossenes und sich selbst tragendes dezentralisiertes System. Im Prinzip ist der Liquiditätspool eine große Krypto-Wallet. Darin werden Kryptowährungen aufbewahrt, die für Jahrzehnte eingefroren wurden. Diese Wallet ist dezentralisiert, sie hat keinen Inhaber. Sie gehört nur der Blockchain und lediglich die Blockchain kann die Tokens verwalten, die auf ihrem Guthaben aufbewahrt werden. Die Blockchain gibt Belohnungen aus dem Pool, laut den klaren Regeln eines Smart Contract. Der Smart Contract verfügt über einen Algorithmus zur Belohnung des Nutzers, der ihm Liquidität bietet. Und das Recht auf Belohnungen wird von speziellen Anteilen, Splits, bestimmt. Splits sind eine Art von Tokens, die lediglich dafür vorbestimmt sind, das Recht eines Nutzers auf Belohnung zu bestimmen. Jeden Tag wird eine bestimmte Anzahl der Ultima-Tokens verteilt, die durch die Gesamtzahl der Split-Tokens bei den Teilnehmern geteilt werden. Und je mehr Splits der Nutzer hat, desto höher ist seine Belohnung. Die Blockchain berechnet täglich für jeden Split eine Belohnung laut dem abgeschlossenen Smart Contract. Diese Belohnung ist zeitlich nicht begrenzt. Die Tokens können die Kinder und Enkelkinder der heutigen Besitzer von Split-Tokens erhalten. Derzeit funktionieren mehrere Pools in der Blockchain, deren Belohnungen unter seinen Teilnehmern verteilt werden. Wie werden Belohnungen unter den Pool-Teilnehmern verteilt? Die Höhe der verteilten Belohnung hängt von der Aufbewahrungszeit von Splits in der Wallet und von der Halving-Periode ab. Das Halving ist ein Prozess der konstanten Halbierung des auf den Markt kommenden Angebots des Tokens Ultima. Das Hauptziel des Halving besteht in der Eindämmung der Inflation von Kryptowährungen durch die Reduzierung der Ausgabe von neuen Tokens. Abhängig vom Pool-Typ findet das Halving einmal im Jahr oder alle 6 Monate statt. Derzeit werden in jedem Pool 25 Tokens unter den Teilnehmern im Verhältnis zur Anzahl ihrer Splits täglich verteilt. Dieser Betrag wird durch die Gesamtzahl der von den Teilnehmern gehaltenen Split-Tokens geteilt. Der resultierende Wert wird mit der Anzahl der Split-Tokens bei einem bestimmten Nutzer multipliziert. Und die endgültige Zahl wird in der Spalte My Estimated Reward angezeigt. Das ist die Belohnung. Nach der nächsten Halbierung wird sich der Wert halbieren und weiter sinken, bis er einen Token pro Tag erreicht. Damit sinkt auch die Höhe der Belohnung. Daher wäre es sinnvoll, so früh wie möglich dem Pool beizutreten. Wie startet man Splitting? Schritt für Schritt Plan. Es ist einfach. Zunächst müssen Sie einen Pool auswählen. Nach der Auswahl eines Pools müssen Sie einen Split Contract abschließen. Für den Abschluss eines Split Contract müssen Sie in Ihrem persönlichen Konto auf der DeFiU-Website ein Paket mit den für Sie passenden Eigenschaften auswählen. Die Pakete unterscheiden sich durch die Anzahl von Splits, die der Nutzer nach Vertragsabschluss erhält. Nachdem Sie das Paket bezahlt haben, müssen Sie die erhaltenen Split-Tokens auf Ihre Smart Wallet abheben. Und bereits 24 Stunden später können Sie Ihre erste Belohnung einfordern. Nachdem Sie eine Belohnung angefordert haben, startet ein neuer Countdown und nach 24 Stunden können Sie eine zweite Belohnung erhalten. Was tun mit den erhaltenen Belohnungen? Die für Splitting erhaltene Ultima können auf verschiedene Art und Weise kapitalisiert werden. Man kann sie an einer Börse oder im internen Exchanger verkaufen und in Fiat umtauschen, sie wechseln und auf eine Ultima-Debitkarte überweisen und in fast jedem Land der Welt ausgeben.
damit verschiedene Waren auf internen Marktplätzen des Ökosystems erwerben, einen neuen Split Contract abschließen und somit ihre zukünftigen Belohnungen erhöhen. Werden sie zum Teil der schnell wachsenden Wirtschaft von Ultima. Beginnen Sie noch heute mit Hilfe von Splitting Belohnungen zu erhalten und schließen Sie sich den Millionen von Nutzern an, die sich für Ultima entschieden haben, um ihre Profite auf dem Kryptowährungsmarkt zu generieren.